machen wir jetzt nicht. So, was habe ich jetzt für Waffen? Die liebe ich doch. Ja, sind wir doch schon. Scharfschützengewehr. Rette Ronald, warte mal. Oh, shit, kommst du her? Ja. Bist du, ach, du bist wieder da drinnen. Ja, ich hab die Zeit voll hier. Das war glaube ich nicht die beste Idee, die ich hatte. Da müssen wir doch gar nicht hin. Ja, keine Ahnung. Ich sprang jetzt gerade im Weg hier. Oh, da kommt noch welcher. Ah, weg. Ja. Das resistent, das Schwein. War resistent gegen mein Scharfschützengewehr. Ach so, sowas gibt's auch. Ja. Ist ja eine Scheiße. Stand da resistent. Okay, was machen wir in Tor 1? Du warst glaube ich dran mit aussuchen. Oh gut, dann guck ich gleich mal. Ich guck mal, was wir Schönes haben. So. Level 5, da haben wir doch was. Du hast die Haare schön. Nö, ja, das klingt doch einfach. Level 5 oder Level 11. Level 5. Das ist jetzt nämlich schon Level 12, und wir jetzt noch ein bisschen warten. Ja, wäre vielleicht clever. Die geheime Waffe. Na los, machen wir mal das. Okay. Da brauchen wir das Revier nicht zu wechseln. Holen wir doch mal einen Wägen. Zack. So, ich habe Auto. Ne, darüber. Ups. Fahr mich nicht wieder über den Haufen. Ah. Und jetzt fährt er daneben. Ich denke, du kannst Auto fahren. Ich glaube, da kommst du nicht mal hoch. Nicht? Musst du bestimmt aussteigen und dann dir ein neues Fahrzeug holen. Na sehen. Oder? Da schmeißen wir alles runter. Der hat hier irgendwie rausgemacht. Guck mal hier ein paar. Ach, hör mal. Du bist blöd, die Autos zu fahren. So viel zum Thema. Wo bleib ich denn nur hängen hier? So. Ach, da drüben ist noch einer. Kommst du wieder hoch, oder? Ja, ich weiß es noch nicht so richtig, ob ich hochkomme. Im schlimmsten Fall sterbe ich jetzt hier. Soll ich mal einfach mal zum Tor fahren? Vielleicht spawnst du dich ja dann zum Tor. Ja, probier's einfach mal. So. Ja. Mal gucken, ob er es macht. Reise abgebrochen. Elektrofuchs speichert. Soll ich nochmal reisen? Material. Nee, es geht nicht. Du bist nicht hier. Ja, ich muss. Na. Ach, hier, es geht hier völlig das Ballett ab. Komm doch einfach. Wie lange überlebe ich das? Du kommst wohl nicht hoch, oder was? Ich komme hier irgendwie nicht durch.
Also ich glaube, ich bin gleich tot. Dann bin ich wieder bei dir in der Nähe. Oh, jetzt ist mein Auto kaputt, das geht. Wow. Ja. Oh, jetzt bist du ja gleich tot. Ja. Schätzt irgendwie. Na gut. Solltest du ja hier jetzt wiederkommen. Ja. Oder auch nicht. Ach, da ist er doch. Seh dich. So. Da holt er mal ein neues Auto. Okay. Ich hole mir jetzt kein neues Auto, das kannst du voll vergessen. Hä? Sterben ist wundervoll. Alle coolen Kids tun das. Ach, du bist bei mir drin jetzt. Ja. Ich fahr jetzt mit dir, ich hab keinen Bock mehr. Gut, dann reisen wir mal. Jo. Schauen wir mal, jetzt rauskommen. Ja, auf meinem Einzelaccount bin ich jetzt Stufe 21. Sag ich dir. Na ja, gut, das kann ich mir vorstellen, wenn ich sehe, was bei uns bei... Alter Verwalter. Level 11 los ist. So, jetzt lass mich mal gucken. Achso, mit dem Auto gereist. Ja, wir müssen eh noch weiter. Warte mal. Hier müssen wir rein. Achso. Mal gucken erstmal, ob hier irgendjemand ist, den wir, der uns hier überraschen könnte. Hm. Ne, kann man aussteigen. Sicher? Ja. Dann kommen zum Beispiel welche. Na, ja, lass sie kommen. Okay. Ich mal schnell das Ding aktivieren. Bist du? Hier unten. Und doch, wir müssen hier rein. Hey, ich bin nur kurz, ich bin schon unterwegs. Diesmal müssen wir, und das ist ganz schön heftig. In einer Reihe hier vor auf. Und jetzt wird's interessant, jetzt kommt der Typ. Warten wir mal, bis unsere Geschütze wieder voll sind. Deins auch. Das war bei mir auch die ganze Zeit, weil ich den erst eingepackt habe gerade. Ja, macht nichts, ich muss trotzdem warten. Weil der Typ, der hier kommt, der ist heftig, der hat ein riesen Schild. Hm. Und da haben wir richtig, richtig fett zu tun. Der hat doch so eine Spezialwaffe, die zündet dich komplett an, sind wir gleich tot. Oh toll. Ich glaube, da oben, irgendwo ist er dann.
Müssen wir mal gucken, ob wir diesmal schaffen, sonst müssen wir einmal besorgen. Sag mal Bescheid. Ja, wenn dein Skill-Ding uns da wieder voll ist. Ja, ja, ja. Willst du dir so an so eine Fässer locken oder so und dann auf die Fässer schießen? Wo sind die Fässer? Hier drüben steht ein Elektrofass. Ja. Ja. Hier unten steht auch noch irgendwas. Sehe ich gerade. Von wo kommt der eigentlich? Von der Treppe runter hier oben. Hast du? Ich bin wieder grün. Ja, ja. Gut, dann locke ich ihn mal an, ja. Da ist er. Ich hab schon mal. Was zur Hölle hat er denn da? Wie es aussieht, hast du die Waffe gefunden, die meine Patienten durchlöchert. Tu mir den Gefallen und nimm sie ihm an. Kein Ding raus. Wir haben Klei. Der baut immer wieder seinen Schnitt auf. Achso. Haben sie dich gleich. Bin gleich tot, ne? Vielleicht schaffe ich ihn noch. Jetzt kannst du mich wiederbeleben, komm. Auch nichts mehr, oder Mercy? Gut gemacht, Kamerad. Sehr schön. Durchsuche seine Leiche. Hier bin ich, wenn ich das erste Mal gemacht habe, bin ich abgekackt. So. Ich will verdammt sein, das ist E-Tech. Okay, medizinisches Rätsel. Hammer. Brauchst du eine Pistole, Digga? Wenn ich Leute mit E-Tech-Schusswunden behandeln soll, brauche ich viel mehr solcher Verletzungen für Übungszwecke. Warum probierst du Doc Mercys E-Tech-Waffe nicht an hiesigen Banditen aus? Ja. Anscheinend wandelt diese Waffe durch Iridium-Technologie irgendwas um. Energie und so ein Zeug. Gottverdammte Iridium ist abgefahren. »25 müssen wir erledigen mit der Waffe.« »Du hast mit dem seine Waffe gekriegt?« »Ja, liegt doch so eine. Im, so. Im Dings drin. Wir müssen 25 mit seiner Waffe erledigen.« »Wo bin ich hier?« »Ich habe Nachforschungen angestellt und es sieht aus...« »Da, ist ja, hier im Behälter drin. Links hinter dir jetzt.« »Blaster Rifles.« »Ach, diese komische Pistole?« »Ja.« »Railguns.« Ach so. »Klingt wunderbar gefährlich.« »Ach, scheiße. Oh, ich hab einen Fehler gemacht.« Die ist gleich ausgerutscht. Hat. Nein, Arsch! Halt du oben. So. Welche waren das jetzt? Arsch. Jetzt ist meine Munition alle. Haben wir sie doch. Wie viel haben wir geschafft? 12 von 25. Müssen jetzt noch ein paar Typen mit der Waffe. Ja, ich muss die Brücke erstmal ausrüsten. Das habe ich nicht plötzlicherweise nicht gemacht. Nachladen. So, was war denn das jetzt? Das war jetzt irgendeine. Irgendwas mit. Ding heißt. Das ist irgendwas mit Feuer, oder? Flammen. Ah ja, ich glaube, ich hab's schon. Irgendeine Bandit oder so. Was ist die hier? Wo bist du? Muss mal gucken. Schieß mal damit. Was macht sie? Na, eigentlich nicht schleppen darf. Wohl irgendwann. Meine macht so hier. Das hat meine auch gemacht, oder? Ja, okay. Dann ist es, glaube ich, der Richtige. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück.
Und ich weiß nicht, warum das hier leuchtet, das weiß ich nicht. Hier ist aber nichts. Tut sich nicht. Fährt mal irgendwas? Na komm, dann gehen wir mal zum Ausrufezeichen, was da ist. Da warte, hier unten sind noch ein paar Viecher. Helfen die auch? Nee, gell? Nee, du musst Banditen umbringen. Okay. Kill Banditen mit der E-Tech-Waffe. Sofort, jetzt kommen die Viecher. Ja, zum Auto. Ich weiß nicht, warum das hier ein markiert ist. Ich kann mal gucken, ob ich da irgendwas sehe. Komm nicht hoch. Nee, tut sich nichts. Keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Ahnung. Ist jetzt auch nicht was. Ach, man weiß. Gell, da ist so ein Viereck bei mir, aber... Ja, ja, bei mir auch. Ich fahre auch nicht hier hoch. Ich habe keine Ahnung. Na komm, da gehen wir. Ich guck mal. Achso, ich muss, komm, wir killen doch nochmal die Banditen, mal gucken, was dann passiert. Ja, los. Gehen wir mal hier rechts rein. Hm. Oh, auch so mein Gedanke. Ah, Munition nicht gleich alle. Nein, sieht trotzdem anders aus. Ich habe irgendwie die Peitsche. Muss doch nochmal gucken. Keine Munition. Ich habe keine Munition mehr. Oh! Granate wird geworfen! Keine, ich hab überhaupt von nichts mehr Munition. Gibt's doch gar nicht. Muss ich mal kriegen, das. Muss ich mal kurz Waffe wechseln hier. Na, ja. Echt, Mama. Wo kommst du her? Keine Munition. Ich muss erstmal weg. Nach dem Echo, das ich einem meiner Patienten abgenommen habe, scheinen sich alle Waffenhersteller E-Tech von Hyperion für ihre experimentellen Waffen lizenzieren zu lassen. Deshalb ist Hyperion wohl nach der Öffnung der Kammer durch Iridium so reich geworden. Langsam alt! Oh, nee.
Da ist er. So, okay, Nummer 5. Ja. Was ist das hier? Scheiße. Hat mich gerade schon eingeschossen. Wo sind sie denn? Boah. So. Wo sind die? Ich sehe nicht. Geld. Kommt man hier hoch eigentlich? So, das war's wohl, ja? Ja, ist ja alles nicht mehr. Na gut, dann gucken wir mal weiter. Ja. Ach, hier kommt ein... Ein Viechterlein. Oh, die zählen ja nicht. Komm, jetzt höchstens gucken, ich will nicht jetzt hier oben wieder welche gespawnt, oder so, muss ich dann nee. Weg. Komm, wir fahren weiter. Wir fahren mal hier zu dem. Ausrufezeichen hier hoch. Und jetzt können wir was sein, ne? Oder auch nicht. Catch a job! Aufgezeichnete Nachricht beginnt. Die Bloodshots töten uns! Aufgezeichnete Nachricht endet. Ich hab die Pigmutter gefunden, was? Die Bloodshots haben den Laden ordentlich aufgemischt, nachdem Roland sie aus Sanctuary vertrieben hat. Wenn du die Dampfpumpe reaktivierst, kannst du vielleicht alles wieder einschalten. Auch nicht? Ich verstehe. Und ich erkläre dir jetzt ganz langsam, was zu tun ist, damit du es auch kapierst. Bereit? Das Ding ist total im Eimer. Such nach Ersatzteilen von anderen Pumpen in der Nähe des Motels. Okay, dann gehen wir mal wieder jagen. Ah, hier oben ist ein. Oh, das fällt. Was? Da ist doch hier diese Wasser-Container. Na? Ja. Da kannst du kannst Stoff stellen, weil die Auslösung wird so hochgetrieben. Die haben wirklich dann alles gedacht. Okay. So. Also wir müssen jetzt... Spielen. Wir müssen jetzt hier die Dinger... Achso, jetzt sind das Dampfventil. Genau, wir müssen jetzt die Kerne sammeln, überall wo die Vierecken sind. Okay. Bist du? Ich bin schon hier oben beim ersten. Oh, wieder zu spät. So, das erste Hammer. Gut. Du hast das Dampfdings, Bums? Dann ist noch cool. In die Richtung noch ein. Die Pumpen liefen früher mit einer anderen Technik, aber es gab Beschwerden, also haben sie es geändert. Na gut, gehen wir mal gucken. Unten müsste noch eins sein.
So, hier irgendwo. Ne, da hinten, ne? An dem hier. Ich wette meine letzte Niere, dass in der Pumpe da eine Sicherung steckt. Öffne einfach den Sicherungskasten und schnapp dir das Scheißding. Ach du Scheiße, mein Gerüst ist noch nicht ganz. Mein Geschütz, ja. Das fand ich so schön bei Let's Play. Mistvieh. Also oft damit Probleme. Oh, verdammt! Es scheint, die Skeks haben den Kondensator dieser Dampfpumpe verputzt. Knall die Viecher ab, bis eins von ihnen das Ding ausspuckt. Du brauchst Hilfe, weil ich kann hier oben sogar abschießen. Ja, ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Aber ja, das kommt doch mal. Scheiße, was ist bei dir los? Alter! Ich hab schon wieder keinen. Hab ich das Ding jetzt eigentlich aufgenommen? Ja, ich hab's aufgenommen. Gut. Das sieht doch ganz nach der Sicherung aus, die ich gesucht habe. So. Kleine Frage am Rande. Findest du es gut, seltsam, ich dass ich mitbekomme, wenn du etwas aufhebst? Wusstest du, dass ich dich auf dem Klo beobachten kann? Moment, klang das jetzt schräg? Muss man jetzt hin hier hoch? Ich beobachte dich doch nur als... Ach so, ja, bin ja hier runtergesprungen. Steck das Ding ein. Also laufen wir mal da hoch. Aber ich drehe jetzt nicht mehr hier rum. Weil es alles wichtig war, was ich hier gefunden habe. Badum, bum, 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 bum. Hä, wo soll denn das sein? Da oben irgendwo. Hä? Ja. Da nehmen wir mal das Auto, das ist besser. Ich hab hier erstmal so ein Vieh. Wie bist du an den Vieh vorbeigekommen? Grand. Toll. Komm mal zu dir. Hier, was machen die? Die teilen sich ab. Gar nicht. Überfahren. Ja, das ist tot. Jetzt noch eins, egal. Jetzt gucken wir mal, wo der letzte. Der letzte Kristall, also das letzte Teil ist. Ah. Hier ist er genau irgendwo. Ich stelle mal uns hier hin und warten uns mal.
Achso. Ach, wo kommt die? Du hast die schwere Kanone. Löse ich die aus. Was? Wie löse ich die aus? Na, schießen. Ja, das ist klar, das ist die schwere. Das hier, das ist... Ja, es gibt nur, du hast nur eine. Ach so, gut. Ich dachte, ich hätte noch eine Granate oder sowas. Nee, das, den habe ich nicht ausgerüstet. Habe ich falsche Auto genommen. Ach so, okay. Okay, aussteigen. Suchen. Ach du Scheiße. Renn ins Auto und Feuer. Jawoll. Hast ihn. Aber nur der Inne, ja? Ja. So, ich glaube, aus dem Auto kann ich langsam raus. Okay, jetzt müssen wir zurück. Hast du ihn schon, ja? Ja. Okay, ja, dass du so schnell bist. Na klar. Und wieder zurück. Ja, ich wollte nicht hupen. Kann man sogar hupen mit dem Scheißding. So, ich fahr mal zurück, setzen diesen verkackten Kern ein. Und dann sollte hier alles wieder gehen. Jo. Oh, hier kommt er. Hinter uns. Wo, wo? Hinter uns. Ah, ja. Okay, das war's. Now it's hidden. Irgendwie hab ich noch zwei rote Punkte auf der Karte, also irgendwas. Ja, ich auch, die kommen. Na, mach das Tatsch. Wir nehmen die Stich. Steht das schwarze Brett wieder unter Strom, wie ein Sportler, der sich 3 Jahre mit Iridium gedopt hat. Immer ist noch hier am Auto. Aber ich raus, weil den treffe ich nicht mehr. Setze das Dampfhandy oder mach ich bestimmt da hoch, oder? Ah! Geh doch hoch! Gehst du nicht hoch? Ach, da muss das Dampfhändchen rein. Rein hinein. Yippie! Ersetze das Getriebe. Hä? Wo denn? Ist ganz heute schon aufgenommen? Naja. Und doch noch hier oben. Bin schon wieder runtergerupft. Ah ja. Hier oben. Stimmt. Ich blätter mal hoch. Mal huchens. Genau. Jetzt haben wir's. Und runter. Yep. Jetzt können wir den Scheiß einschalten. Jawoll. Haben wir wieder was gemacht. Das schwarze Brett sollte jetzt wieder aktiviere es. Es dürften jede Menge neue Jobs für dich da sein. Catch a job! Das machen wir nicht. Das ist eine Kackmission. Du musst in kürzester Zeit irgendwelche Pakete ausliefern, das ist Kacke. Das hat sich auch sowas Zeit gekuppt. Ich muss etwas hier bei mir mal kurz umrüsten. Bin ich. Meine Waffenwahl ist kacke. Das Ding verkaufe ich. Ich habe keine anderen Waffen, das ist ja auch nicht schlecht. Ach doch, hier. Ach. Waffen, ja, ich muss ja wieder verkaufen. Dankeschön, dann können wir das doch verkaufen. Ich will alle beide! 54.
Schild. Die Nemo. Machen Sie mal rein. Okay, ja, ich muss schon mal wieder was verkaufen. Ich brauche Platz. Kauf schon endlich eine Waffe! So, jetzt habe ich noch ein bisschen Platz. Ach so. Okay, dann. Na gut, ja, ich bin noch soweit. Dann gucken wir wieder nochmal. So. Nächste Mission. Ich treffe schon wieder. Ja, wir haben noch die 5 Banditen, die wir theoretisch töten müssten, ne? Ach so, ja. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Na los, dann machen wir das jetzt. Wie viel haben wir noch? 5. Dann fahren wir jetzt mal. Oder, ne, wo? Bestimmt Banditen drin. Scheint keiner da zu sein. Fahr einfach ran und hupe. Vielleicht wird das ja gar keine große Aktion. Ja, ja, ich öffne das Tor. Halt, ihr Idioten! Das ist keins von unseren Fahrzeugen! Die wollen die Geißel befreien! Tötet sie! Komm rein! Naja, wir werden irgendwie angegriffen. Ja. Das sind die erste oben. Oh, oh, scheiße, scheiße, das ist stark. Das war keine gute Idee. Immer noch 21. 22. Oh. Haben wir uns nicht reingelassen? Schweinesäcke. Naja. Achso, jetzt bin ich gerade rausgeklettert. Komm wieder rein. Was ist das? Warte, ich wollte mal kurz gucken, was das hier ist. Ah, das ist nicht gescheit. Ich setze auf deinen Rücken. Okay, fahren wir mal hier weiter. Nein. Nichts. Nein. Kommen wir hier hin eigentlich? Ach, hier ist das Hotel. Was ist das hier oben? Ach, das war die Höhle, gell? Ja. Hier kommen wir mal rein.